Hallo und herzlich willkommen beim Tasting Nerd. Ich habe heute mal wieder einen Whisky für euch. Und zwar ein Aberfeldy und der ist schon 16 Jahre alt. Ich bin so ein bisschen aufgeregt. Ich habe noch nie einen Aberfeldy probiert. Also ich habe den 16-Jährigen eigentlich schon relativ lange in meiner Sammlung. Und ich habe keine Ahnung, warum ich nicht dazu gekommen bin, den mal zu probieren. Doch weiß ich wohl, ich habe nur eine Flasche. Und ja, wer sammelt, der weiß, haha, wenn ich die Flasche aufmache, dann ist sie quasi weg. Also habe ich mir eine zweite Flasche gekauft und die kann ich endlich aufmachen. Ja, zu Aberfeldy selber kann ich gar nicht so viel sagen. Ich habe die Destillerie noch nicht besucht. Die liegt in den Highlands. Und ja, leider ist der Whisky kühl gefiltert. Der hat 40 Volumenprozent. Da finde ich, der dürfte auch gerne mal ein bisschen mehr Schmackes dahinter haben. Ja, aber das ist vielleicht auch nur meine Meinung und es kommt ja auch immer darauf an, wie sich der Alkohol im Glas dann auch so gibt. Ich werde das vielleicht jetzt alles schon mal hier aufmachen und kann euch dabei eigentlich nicht so sehr viel erzählen. Also, der ist nicht gefärbt, so wie es aussieht. Ich habe auf jeden Fall keinen Hinweis drauf gefunden. Es steht aber auch nicht drauf, dass er nicht gefärbt ist. Also, ja, ich muss davon ausgehen, nicht gefärbt, aber kühl gefiltert, so ist es halt. Ich finde die Flasche, die ist schön und muss sagen, ich finde, dass die wuchtig rüberkommt. Vielleicht liegt das an dem Label, natürlich auch ein bisschen in der Flaschenform, großer Ausgießer, das ist schön. Ja, ich finde, die sagt schon Hallo, wenn die hier im Fach steht. Also eine schöne Flasche dann noch dazu. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Also zuallererst mal hat der schon eine gewisse Grundwürze. Eine Süße kommt da auch schon direkt durch. Der Whisky ist eigentlich in Bourbonfässern gelagert, hat aber einen Finish in First Fill Oloroso Fässern gekriegt. First Fill Oloroso, für die, die es noch nicht wissen, der Whisky wurde also in Fässer gefüllt, die noch nie zuvor mit Whisky befüllt waren, aber halt mit Oloroso Sherry. Da kriegen die immer noch mal so richtig Geschmack raus, meistens auch noch mal ein bisschen mehr Würze, vielleicht eine leichte Süße dann auch noch dazu. Ja, und der Sherry, der ist auf jeden Fall schon hier im Glas. Also das riecht man, das merkt man. Es ist sehr angenehm. Der ist nicht, also Alkoholnote gibt es da eigentlich nicht. Jetzt hat er natürlich auch nicht so viel Alkohol. Der ist ganz schön ölig im Glas, wie es aussieht. Bin mal gespannt, wie das Mundgefühl so ist. Ja, also er riecht wirklich angenehm. Mal schauen, wie er schmeckt. Sehr lecker. Zuerst habe ich so eine Honignote auf der Zunge und muss jetzt auch sagen, die 40% reichen ja völlig aus. Also es hat nicht den Anschein, dass er so ein bisschen abflaut. Der ist ordentlich im Mund, der geht auch von links nach rechts. Also der ist würzig, der hat Sherrytöne. Wie gesagt, Honig ist auf jeden Fall auch dabei. Und ich tue mich immer schwer, das einzeln zu benennen. Also oftmals ist es ja so, da ist ein bisschen Ingwer drin. Ach, den habe ich selten. Nelke ist drin. Ach wirklich, Nelke denke ich immer an Zahnarzt. Aber ohne an Zahnarzt zu denken, habe ich glaube ich hier doch ein bisschen Nelke drin. So, in den Tasting Notes steht wohl auch was von Schokolade. Da warte ich noch drauf.
Nein? Ah, doch, vielleicht so ein bisschen. Ich habe vielleicht auch so ein bisschen Kaffee. So ganz leicht, ein Anflug von Kaffee im Hintergrund, aber nicht bitter. Also wirklich, wirklich angenehm. Der hat ein tolles Mundgefühl. Der riecht gut, der schmeckt gut. Das ist ein echt toller Whisky. Den hätte ich auch früher aufmachen sollen. Also muss ich sagen, kann ich wirklich nur empfehlen. Ich habe den jetzt im super Angebot geschossen. Ich glaube, der hat mich gerade mal eben 40 € gekostet. Für 40 € ist der ein Hammer. Also kann auch knapp über 40 gewesen sein. Aber es ist echt der Hammer. Ein 16-Jähriger, der macht wirklich Spaß. Ja, ist auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Der bleibt auch, also der ist relativ lang anhaltend, auch nicht zu trocken, ist echt schön. Was gibt es da noch zu sagen? Also eine echte Kaufempfehlung, solltet ihr mal probieren. Ja, und ansonsten war es das eigentlich. Ich hätte jetzt keinen, den ich dagegen probieren könnte. Den 16-jährigen Belveni habe ich gerade nicht hier. Das wäre vielleicht nur was fürs nächste Video. Apropos nächstes Video, wenn ihr mich abonniert, verpasst ihr übrigens auch kein Video. Abonniert mich doch am besten auf YouTube und auch auf Instagram. Und ihr könnt mich da gerne liken, disliken, kommentieren, je nachdem, wie ihr da so drauf seid. Und ja, ich würde mich freuen, euch das nächste Mal zu sehen, wenn es wieder heißt, neues Video vom Tasting Nerd. Bis dann.